Heute ein kleiner Tipp, was den Stress anbelangt. Du weißt bestimmt, wie Stress ungesund ist für uns, für unsere Gesundheit, für unseren Alltag, für unsere Nerven. Alles hat mit dem Stress zu tun. Daher ganz, ganz wichtig, den Stress zu eliminieren, und den können wir nämlich eliminieren. Also zum einen, schau darauf, achte darauf, dass du jeden Tag 7 bis 8 Stunden Schlaf hast. Der Schlaf. Wenn der Schlaf nicht stimmt, dann sind wir sehr schnell gestresst, genervt, unruhig. Wir mögen uns selbst nicht. Der Schlaf ist wirklich sehr, sehr wichtig. Da musst du dich vielleicht zwingen, am Abend bei Zeiten ins Bett zu gehen. Rechne einfach aus, okay, ich muss morgens um 7 Uhr aufstehen oder um 6 Uhr. Rechne es zurück. Das heißt, ich muss um 10 Uhr spätestens im Bett sein. Eher schon vorher, weil du brauchst ja noch Zeit zum Einschlafen oder zum Lesen oder irgend sowas. Rechne das aus, ich gehe um 9 Uhr ins Bett, um 21 Uhr, damit ich dann bei Zeiten auf bin. Und dann brauche ich eben auch keinen Wecker, weil das pendelt sich ein und ich erwache dann automatisch. Und das ist wirklich stressfrei. Ich merke das sofort, sobald ich Abendveranstaltungen habe oder irgendetwas ansteht und ich komme nicht gerade ins Bett, oder am Morgen, ich bin irgendwie, musste ich in der Nacht nochmals aufstehen, weil die Katze wieder mal gejammert hat. Wie letzte Nacht, das hat ein Gewitter, Blitz und Donner. Die Katze hat eine Stunde, ist die rumgelaufen, mau, mau, mau. Ja, nö. Ja, dann haut es mich auch aus dem Rhythmus ran. Und ich merke dann am nächsten Tag, ich bin einfach anders drauf. Es ist wirklich wichtig, dass wir genügend Schlaf haben. Du wirst es immer wieder lesen und hören. Und manchmal glauben wir das wirklich nicht. Aber es ist so. Probier es mal aus, 1-2 Wochen. Probier es einfach mal aus und du wirst einen Unterschied bemerken. Und dann bitte ich dich darum, im Alltag zu achten, was stresst dich. Wir machen den meisten Stress sowieso selbst. Wir wollen neue Dinge, wir wollen Dinge ändern, wir wollen Dinge ergänzen oder zum Beispiel Saisonartikel wieder wechseln. Ach, jetzt ist der Sommer vorbei, ich möchte Herbstdeko haben, ich möchte dies und jenes. Das sind lauter Stressdinge, die wir uns selbst antun. Überleg mal, brauche ich das wirklich? Umso weniger ich einkaufen gehe, wir sparen auch mehr, wir haben viel weniger Stress. Es wird dir wahrscheinlich sogar langweilig werden. Probier es mal aus. Einfach mal so sein lassen, wie es ist. Nicht dauernd erneuern. Nicht dauernd denken, ach, ein neues Kissen wäre toll. Ein neuer Esstisch wäre toll. Wir hatten mal einen runden und jetzt hätte ich gerne einen viereckigen oder einen rechteckigen. Und neue Stühle wären ja vielleicht auch mal toll. Oder eine neue Pflanze draußen. Beim Eingangsbereich vielleicht einen neuen Topf mit einer anderen Farbe der Pflanze. Ja, wir denken, okay, geht ja schnell. Wir gehen schnell los, holen diese neue Pflanze. Wir gehen schnell los, holen diesen Tisch. Nein, 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 das ist eben nicht so schnell, schnell. Das meistens kommen dann weitere Dinge auf uns zu und dann bemerken wir gar nicht, wie wir dann in Stress gelangen. Wir gelangen in einen Stress, weil die Zeit fehlt. Also wenn du einfach gesagt hättest, weißt du was, streichen. Aber für das müssen wir einfach wachsamer sein und sagen, okay, brauche ich das jetzt wirklich? Es geht nicht nur um Sparen, es geht wirklich auch darum, dass ich Ruhe mit mir selbst habe. Dass ich, okay, wenn ich jetzt losdüse und das hole, dann muss ich das andere ja wieder entsorgen. Ich muss ja austauschen irgendwo. Oder das ging kaputt, jetzt muss ich das wieder. Das sind alles Stressursachen, die wir uns wirklich selbst antun. Weil wir meinen, wir müssten das jetzt ändern. Ich meine, wenn du mal freie Zeit hast, okay, aber nutze doch die freie Zeit lieber, um in Ruhe ein Buch zu lesen oder um dir einfach etwas sonst Gutes anzutun. Einen neuen Tisch zu kaufen, das tust du dir nicht etwas Gutes an, weil in einem halben Jahr oder in einem Jahr bist du wieder anderer Meinung. Also ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Ich kenne das von mir, dass ich auch jeweils dachte, okay, komm, ich möchte dies geändert, das geändert. Und dann dachte ich, nee, das ist so ein Stress eigentlich, wo ich mir das selbst antue, wo ich gar nicht weiß, warum. Klar wäre es schön, mal wieder einen anderen Tisch zu haben, einen anderen Stuhl. Aber schlussendlich hinterfrage ich mich und überlege mir, was möchte ich in dieser Zeit doch lieber tun, damit es mir gut geht, damit ich gesund bleibe, weil die Gesundheit ist nun mal das A und O. Und wenn wir nicht auf diese achten, dann holt uns das später einmal ein. Und dann sind wir einfach nur dabei, wie kriegen wir das wieder hin, dass wir wieder gesund werden. Also müssen wir bereits, wenn wir gesund sind, auf uns achten. Auf uns achten, dass wir uns nicht selbst stressen. Achte auch darauf bei den E-Mails, was stresst dich, welche E-Mails stressen dich.
Melde dich sofort ab bei den Newslettern, die dir nicht gefallen. Nur Newsletter nehmen, die dir gut tun, was Gutes für dich bringen. Und alles andere, nein, 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 nein. Zum Schutz für dich selbst. Denn ich weiß, jedes Mal, wenn wir etwas Neues einkaufen oder online unterwegs sind, wie schnell sind wir da in einem neuen Newsletter abonnieren. Also auch dort immer fortlaufen, jeden Tag wieder abmelden, abmelden. Nicht, dass du überflutet wirst und dass jedes Mal bei deinem Handy ding, 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 ding. Das nervt nämlich auch, dieser Ton, dieses, ach, ich muss was tun. Nein, musst du nicht tun, du kannst den Ton auch ausschalten. Dann nimmst du dir am Nachmittag mal eine halbe Stunde Zeit und beginnst zu löschen und abzumelden. Nicht nur zu löschen oder zuerst abzumelden und nachher zu löschen. Das sind so kleine Stressfaktoren im Alltag, die wir uns eigentlich wirklich selbst aufbürden. Viel Stress, am meisten Stress, würde ich mal so sagen, verursachen wir selbst. Oder bist du der anderen Meinung? Was stresst dich? Was bringt dich zum Stress? Was bringt dich aus der Ruhe? Mich stressen teilweise auch die Termine der Kinder, wenn es von der Schule sind, Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Aber ich probiere dann auch rauszupicken, okay, da gehe ich hin, da gehe ich nicht hin. Ich lasse mich da auch nicht mehr stressen. Was ist mir wichtig, was nicht? Wo kann ich was beitragen? Wenn ich sowieso nichts beitragen kann, gehe ich nicht hin. Ja, auch dort. Es ist einfach wichtig, wachsam zu sein und nicht zu meinen, man müsse überall mit dabei sein. Nein, was man muss, auf sich selbst zu achten, dass wir eben gesund bleiben. Denn wenn du krank bist, nützt du niemandem etwas. Und wir wollen ja für unsere Kinder, für unsere Mitarbeiter, für die Mitmenschen, für die Nachbarn, wir wollen doch auch für andere da sein und ihnen etwas Freude in den Alltag bringen oder unterstützen oder helfen, was Gutes tun, was Neues machen, tolle Unterhaltung haben. So schön ist es. Also achte auf deinen Stress und so schreib mir. Ich bin gespannt, was du unter Stress verstehst oder was verursacht bei dir deinen Stress. Bis dann wieder. Danke dir. Tschüss.